Willkommen meine Freunde zu einem weiteren Part Let's Play Zombie U. Wir befinden uns hier noch im Lagerhaus im Bricklane Markt oder bei Bricklanes Wohnungen. Ich weiß nicht ganz genau, wie diese Gegend heißt. Aber wir sollen auf jeden Fall ein Buch hier besorgen und ich habe gerade so ein bisschen Schiss, denn hier auf der Karte soll irgendwo ein Zombie sein. Ihr seht vielleicht, ja, die Bullen haben mich versucht zu attackieren, aber wenn sich Gangster, beziehungsweise wenn sich ein Bulle mit einem Gangster anlegt, stirbt der Bulle. Ja, der Kopf ist ab. Ich habe auf jeden Fall offscreen etwas gemacht, beziehungsweise ein paar Sachen geholt. Und genau, was ich geholt habe, beziehungsweise wo ich es geholt habe, werdet ihr in den jetzigen Szenen sehen. Scheiße, meine Kamera ist gleich aus. Beziehungsweise meine Kamera, sage ich schon. Meine Taschenlampe werden wir ganz kurz aufladen. Und ich würde sagen, ich blende hier kurz die Szenen ein. Ich gewahrte die Röte ihrer einst rosigen Haut durch den Schleier der Krankheit. Doch, Gott sei es geklagt. So, da habt ihr es vielleicht gesehen, ich habe eine Armbrust bekommen, beziehungsweise gefunden, die leider nur ein Pfeil mit sich rumtragen kann, beziehungsweise womit man nur einen Pfeil schießen kann. Ich habe zwei Pfeile aber gefunden, das heißt, die haben drei Pfeile zur Verfügung. Ich habe die nicht dabei, ich habe die erstmal im Safe ausgelassen. Und was ich noch gefunden habe, ist eine Rucksackskapazität, beziehungsweise ein weiteres Rucksackfach. Vielleicht kann ich das so ein bisschen zeigen bei euch in der Cam jetzt. Da könnt ihr sehen, wenn ich das so ein bisschen spiele, dass wir zwei neue Taschen haben, die uns natürlich gut helfen, sage ich mal. Denn so eine Rucksackerweiterung ist natürlich sehr geil. So können wir mehr Sachen mit uns rumschleppen. Und so kommen wir natürlich auch weiter. Ich glaube, wir müssen hier durch. Denn auf meiner Karte geht's hier weiter. Gucken wir mal. RD. Was das wohl zu bedeuten hat. Hinter der Tür soll etwas sein. Ist das wirklich hinter der Tür? Hier ist nichts, glaube ich. Hey, hier ist echt nichts. Cool. Ich weiß nicht, soll ich die Tür aufbrechen oder nicht? Von hier will ich erstmal hier durch. Ach. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, welcher Zombie das ist. Wir können das hier gerne mal aufbrechen. Ich glaube, ich weiß, wer dahinter ist. Vielleicht antwortet er uns ja ein bisschen. Hallo. Vielleicht antwortet er uns ja ein bisschen. Ich glaube, das ist der Zombie, den wir... Genau, das ist der von der Treppe. Den hatten wir, glaube ich, schon im letzten Part. Ich bin mir ganz sicher. Hallo? Ja, da steht hier doch. Hey, Kollege, was hängst du ab, ey? Na? Willst Party machen? Ey, das ist ein Boxershorts da. Ein Boxershorts. Ey, Alter, wenn das deine Mutter sieht, ne, die wird ausrasten. Ich hab's dir gesagt, Alter. Wenn das deine Mutter rausfindet. Ich sag dir, die findet das nicht schön. Und wir auch nicht. Auch nicht, wenn du nichts dabei hast. Das ist auch nicht schön. So. Damit haben wir auch schon wieder ein Zombie auf dem Gewissen. Und wo sollten wir lang? Sind wir da hingegangen? Ich weiß gar nicht. Wir sind von da aus dem Fenster gekommen. Da ist eine Kamera. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwo einen CCTV-Verteiler, wollte ich gerade sagen. Verteiler irgendwo haben. Ich kann ja gerne mal die Umgebung scannen. Oh, hier ist was. Ich weiß, sieht da ziemlich behindert aus. Aber wie gesagt, Leute. Ich kann da nichts für, wenn ich jetzt hier so ein bisschen doof scannen muss. Was haben wir hier denn Schönes? Kein Zombie hier, okay. Ach doch, hier. Ey, Alter, ist hier bei dir alles okay? Ich finde das so makaber. Ich schlage ihn auf dem Hintern und auf einmal fällt sein Kopf ab. Eine Zeitung haben wir gefunden. Ihr könnt mir ja gerne in die Comics mal schreiben. Was bringen die Zeitungen? Sind das einfach nur Sammelobjekte oder brauche ich die wirklich irgendwann mal? Also würde mich mehr echt interessieren, ob ich die irgendwie brauche oder sowas. Was haben wir hier denn? Was ist das denn? Telefonhörer. Kann ich den wie abhören? Das wäre mal genial. Was ist das denn hier? Paket. Alles nicht so bedeutend, sage ich mal. Gehen wir mal hier durch, würde ich sagen. Hier ist auch auf der Karte kein Zombie. Gehen wir einfach mal durch. Die Barrikade entfernen wieder ganz normal, ganz chillig. Zack und ab ist er. Ah, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir oben wahrscheinlich, genau. Jupp, jetzt sind wir oben. Eine weitere Cam haben wir hier. Von wo kommen wir denn jetzt? Interesting.
Ja, ich weiß nicht, was das bringen soll. Scheißegal, würde ich sagen. Wenn wir hier durchkommen, kommen wir bestimmt zur anderen Seite raus, ne? Ja, es ist also nichts Besonderes für uns. Gut, wo müssen wir denn jetzt lang? Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Code eingeben? Ich habe keinen Code. Gibt es denn hier irgendwo vielleicht zu finden? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Hier haben wir noch eine Tür. Ich glaube, hier müssen wir durch, aber... Vielleicht finden wir ja vorher noch irgendwo hier einen Code. Plündern. Wo gibt es denn hier einen Code? Muss es ja geben eigentlich, ne? Wenn es schon so ein Ding gibt. Normalerweise war so ein Code hier immer direkt dort, wo das Ding war, ne? Was haben wir denn? Hier ist ein... Vielleicht heißt das ja, dass hier was... Es ist ein D. Können wir Buchstaben da eingeben? Nö. Können wir auch nicht. Was kann denn der Code sein? Hier ist auch nichts drin. Der Zombie sagt mir auch irgendwie nichts. Oder sagst du mir irgendwas? Hallo, sag mal den Code. Sag mal den Code. Ne, keine Ahnung. Also ich finde hier jetzt nichts. Ah, was haben wir denn Schönes? Ne, die Tafel sagt mir auch nichts, oder? Ne, ich würde sagen, wir gehen einfach ganz mal schlicht hier durch. Oder müssen wir überhaupt hier lang? Ich weiß es nicht. Das ist das Ding. Kein Plan, wo es lang geht. Hallo. Ich glaube, wir müssen mal hier lang, oder? Oben drüber. Das sieht doch gut aus. Müssen wir hier lang? Ich denke einfach mal. Einfach mal hier rüber. Dann gucken wir weiter, würde ich sagen. Ah, wir müssen wahrscheinlich hier durch. Und dann geht es auch da weiter. Aber wie gesagt, kurz Taschenlampe auf Doom aufladen. Dann geht es auch gleich da durch. Ich weiß, ist ein bisschen doof immer mit dem Aufladen. Aber ich habe das Spiel nicht gemacht. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh ne, Leute, ich hasse ja sowas, ne? La 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 la. Da war doch was. Ne, da war nichts. Auf Karte ist auch nichts. Okay, ich glaube, wir sind richtig. Ist hier noch irgendwas? Da lag doch was. Hm, Mystery. Können wir darauf? Ja, können wir. Und da würde ich sagen, wir klettern mal darauf. Ach, das ist der Van. Da haben wir noch so einer. Das ist der Van, da können wir gar nicht drauf. Aufnahme läuft noch, das ist super. Geht's doch hier unten weiter, wie es aussieht, oder was? Oh, mittleres Medikit. Nice. Ist da unten ein Gully gewesen, oder habe ich mich da nur verguckt? Ich glaube, ich habe mich da verguckt, ne? Ist sonst irgendwas im Raum? Ne, gar nichts. Aber Medikit, das ist ja wenigstens etwas. Wollen wir natürlich auch gleich ausrüsten, würde ich sagen. Ja, haben wir jetzt. Schön, das gefällt mir doch. Dann wollen wir mal die Stange hier entfernen, damit wir auch weiterkommen. Zack, erstmal ab damit. Und auf wieder Tür. Witz, oder? Sind wir wieder da, wo wir waren? Das ist... Hä? Sich verarschen? Müssen wir gar nicht hier hin? Dann gehe ich wieder hier raus. Das ist ja wohl verarsche, oder? Wir waren hier doch. Da ist nur der Zombie, der Tote. Gerade ist auch nichts. Keine Ahnung, wo sollen wir lang? Hey Chef, wo sollen wir lang? Wenn wir jetzt hier durchgehen, kommen wir ja wieder nach oben, ne? Wir müssen ja eigentlich nach oben. Oben war ja nur die Leiche hier von Forrest. Forrest Gump, da lag er da. Ja, Forrest ist tot. Und hier oben? Was ist denn hier oben? Ah, nö. Ah, nö. Keine Ahnung, wo wir lang sollen. Müssen wir durch die Tür? Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir auch da lang. Ah, hier lang. Also das sollte man gesehen haben. Wie ich hier lang skill, ey. Das ist ja wieder brutal. Müssen wir hier rüber? Oben drüber können wir hier, ja. Ist da hinten was? Da ist gar nichts. Okay. Ich denke mal, wir müssen einfach mal hier rüber. Du musst irgendwie in den Raum kommen. Ja, aber wie, Sir? Als könntest du durch ein Loch in der Decke springen. Ein Loch durch die Decke? Wo ist das denn? Oh, da oben ist einer. Hi. Hat er mich gesehen? Ja, er hat mich gesehen.
Kommt er hierher gesprungen? Scheiße! Wacker! Sag mir das doch. Oh. Kommst du hier hoch? Oh, guck mal, ich bin nicht knuffig. Ja, hallo. Weißt du, hast du schon mal sowas geschluckt? Sowas voll ins Gesicht? So eine ganze Tafel? Oh, jetzt ist er noch niedlicher. Okay, Spaß beiseite. Okay, wir gehen einfach mal runter. Fuck! Da unten ist auf jeden Fall irgendwas. Doch ich weiß nicht wo. Wo ist da was? Wir haben es ja gehört, da ist irgendwo jemand. Problem ist, der Sio hat so viel Schiss, dass er schon wieder Angst hat, runterzugehen. Wir gehen einfach mal eine Runde und gucken einfach, okay? Jetzt sehe ich ihn auch. Jetzt sehe ich ihn auch. Der steht hier unter. Wisst ihr was? Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Fress die Leuchtrakete, Alter. Renn da hin und renn um dein Leben, ey. Ja, ja. Alter, nee, das ist so eine Sondereinheit. Kommst du jetzt hoch, Alter, oder was? Der kommt einfach nicht hoch. Der versteckt sich unten, ne? Das ist unglaublich. Ich glaube, besser wäre es gewesen, wenn ich Molotow geworfen hätte. Naja, Leute, ich würde sagen, uns bleibt nichts übrig, außer ganz schnell hier runter zu gehen einfach. Und jetzt nach hinten zu gehen. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Da kommt auch schon mein kuscheliger Freund. Na, jetzt denke ich, die habe ich jetzt eine Leuchtrakete verschwendet. Das ist so unnötig gewesen eigentlich. Und der hatte nicht mehr was für mich, ne? So, das sind mir die liebsten Schweine, ne? Hattest du was für mich? Gucken wir mal, einfach mal scannen. Wir können ja ruhig mal scannen und der hatte gar nichts. Na geil. Okay. Wo haben wir denn hier was? Gucken wir mal, wa? Brauche C4 steht hier. Und dort ist eine Schrotgewehrmunition. Haben wir da irgendwas? Ja, eine Tür. Alles klar, wie es aussieht, können wir da hoch, hier, oder? Ne, da hinten ist die Leiter. Gut, dann können wir nur durch die Tür gehen, wie es aussieht. Und die ist verschlossen, na, klasse. Was haben wir hier denn? Hier brauchen wir eine C4. Na, toll. Haben wir aber nicht. Hä, benutze C4, geil. Können wir hier durchs Fenster vielleicht? Da sind ja unsere Freunde wieder. Aber wir können wir... Da kommen wir ja so nicht durch. Vielleicht müssen wir irgendwo wieder klettern. Das wäre... Lebst du noch? Achso, das war unser Kollege, ne? Ja, das war unser Kollege. Vielleicht können wir ja... Hier... Hier können wir wieder hoch, ja. Ich gehe einfach mal wieder hoch und gucken wir dann mal die... Nee, da war ja auch nichts, oder? Ich weiß es nicht. Ach, scheißegal, wir gucken einfach mal. Es kann ja nichts schief gehen eigentlich. Ne? Also... Außer Zombie kommt jetzt an, springt mich hier komischerweise an. Das ist ja alles möglich im Spiel, haben wir ja gemerkt. Das Spiel ist unberechenbar. Aber was sollen wir hier großartig machen? Manchmal bin ich echt so ein bisschen verplant, sage ich mal. Ich weiß einfach da nicht, was ich tun soll hier. Oh, Maga, geh nach unten. Das ist auch so eine Sache. Ich drück nach unten, er geht nach unten. Er geht nach oben, sag ich gerade mal. Deswegen, ich bin so ein bisschen skeptisch, sage ich mal, bei sowas. Klar, das Spiel macht dir Spannung und... beziehungsweise versuche es aufzubauen. Aber irgendwann ist auch mal Schluss, sage ich mal, ne? Also, da ist genug Spannung, da braucht man hier mal so Wege zum Laufen. Wo soll man hier langlaufen? Ach, ah, da ist eine Leiter. Habe ich das nicht gerade selber erwähnt? So ein bisschen so... Ah ja, da ist eine Leiter, können wir aber noch nicht hoch. So ungefähr habe ich das gesagt, glaube ich. Und dann laufe ich das selber vorbei, ey, genial. Ich war jetzt einmal fucking genius.
Aber wie gesagt, ich finde nicht alles auf Anhieb. Das ist mir auch egal, sag ich mal. Ich lasse mir Zeit bei dem Projekt. Und gehe da auch schön vorsichtig ran. So, hier haben wir nochmal eine schöne Leiche. Du wachst bestimmt noch auf, oder? Dann eben nicht. Dann werden wir einfach so mal rübergehen hier. Hier oben war ja unser kleiner Helm, Lord Helmchen. Aber sonst ist hier oben gar nichts, oder was? Gucken wir einfach mal, wir gucken einfach mal. Ich will nicht so skeptisch sein, ne? Haben wir hier einen Lüftungsschacht? Können wir da raufspringen? Beziehungsweise müssen wir hier raufspringen, ich denke einfach mal. Ja, hier müssen wir raufspringen. Und dann noch einen runter wahrscheinlich, ne? Okay. Und dann geht's da hoch. Ist da sonst so irgendwas? Haben wir irgendwas verpasst? Ach, keine Ahnung. Einfach hoch hier den Laden. Kann er gucken, ist nix. Da ist noch einer. Der sieht auch ziemlich mächtig aus. Jetzt nicht mehr. Was haben wir hier? Hier ist eine Tür, aber die ist versperrt. Okay. Auch nicht so schön. Ach, hier können wir auch rüber, okay. Jetzt kann man noch rüber, ja. Ist das eine Leiche? Ach, hier kann man runterspringen, oder was? Was ist denn da unten? Da liegt einer. Ich würde ja gerne mal scannen und gucken, ob er lebt. Und ich kann den nicht scannen, oder was? Oh, ich glaube, ich falle gleich runter, oder? Also, viel scannen kann ich von hier oben nicht. Ich glaube, wir müssen hier runter, auf jeden Fall. Naja, werden wir einfach nach unten gehen, ne? Da liegt irgendwas. Oh, was haben wir hier denn? Das ist klasse. Zwei Läufe für zweifache Schusskraft. Was haben wir da denn Feines aufgehoben? Ein Schrotgewehr oder was war das? Jawoll! Das nenne ich mal ein Eisen. Damit kann man schon ein paar Leute ummetzeln. Was haben wir hier denn? Nochmal ein Stuhl. Und was haben wir hier? Da ist nochmal eine Leiche. Bevor die irgendwas sagen will oder machen will. Oh, das war eine Frau, das sehe ich. Männliche Intuition. Was haben wir sonst noch hier? Hier liegt noch eine Zeitung. Oder? Nee, das ist doch geschützte Munition, gell? Was ist das denn? Können wir gar nicht sehen, was das ist? Was könnte ich denn wegschmeißen dafür? Eigentlich brauche ich alles, was ich habe. Ich weiß nicht, was soll das sein? Wir können das scannen eigentlich, ne? Das ist ja total doof. Bretter sind das. Okay, das hätte ich auch sehen können. Was haben wir hier noch? Ein Infizierter. Ja. Was haben wir hier denn drin? In Schublade ist gar nichts. Gut, meine Freunde. Ich würde aber fast schon sagen, der Part ist vorbei, oder? Ist der Part hier vorbei? Ja, ich würde sagen, der Part ist erstmal vorbei. Und ich verabschiede mich erstmal von... Let's play Zombie U. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es heißt... Keine Ahnung, wo wir sind. Irgendwo in der Wohnung. Und ich hoffe, nächstes Mal schaffen wir ein bisschen mehr. Mit unserem schönen Lauf hier. Zack. Haut rein, meine Freunde. Ciao.